Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer-Brettspiele. Diesmal mit einem Pre-Release-Bundle für Phyrexia Alles wird eins. Ja, welches bei dem Pre-Release spielbar war, habe ich ja freundlicherweise von Wizards of the Coast bekommen und möchte einfach mit euch mal reinschauen, was bei diesem Pre-Release-Bundle dabei ist. Da könnt ihr natürlich dann draften, geht ihr in euer Laden, euer Magic-Laden vor Ort, könnt dieses Pre-Release erwerben. Da sind 6 Draft Booster drin, eine Vollkarte mit drin und noch ein bisschen was anderes. Und ja, mit euch zusammen möchte ich einfach mal reinschauen, möchte die Booster aufmachen und einfach mal schauen, was alles dabei ist. Ja, dann machen wir hier mal diese Pre-Release-Box auf. Das geht sehr einfach, auch sehr schön gemacht hier, schön designt wieder. Dann sieht man hier auch schon, dann haben wir einfach der Bereich an sich, wo das drin ist. Da ziehen wir die eigentliche Box raus, die wir dann auch später noch weiter rennen können. Und hier in diesem, wo es eigentlich drin war, da sind halt Marker. Das sind diese Giftmarker, das sind weitere Marker, die hier dabei sind. Also das kann man dann aber ausschlachten, muss man nicht unbedingt aufheben hier. Ja, dann haben wir hier eine kleine Box, die machen wir mal auf. Da haben wir hier 6 Draft Booster drin. Die schauen wir uns gleich an. Wir haben hier die Information, wie man ein Pre-Release-Deck baut mit 40 Karten, dass man eben hier die Mana-Kurve möglichst einhalten sollte, wie viele Kreaturen, wie viele Zaubersprüche man haben sollte. Und hier sind nochmal die ganzen Ebenen erklärt von Neuphyrexia. Auch nicht schlecht. Ja, und dann haben wir hier noch einen Lebenspunktezähler mit drin. Ja, auch ganz schön gemacht. Hier natürlich mit dem Set-Symbol. Und dann haben wir hier einfach noch so eine Karte, wo wir es drauflegen können. Und hier haben wir die Pre-Release-Promo-Karte. Die machen wir mal auf. Und da haben wir hier einen Arena-Code. Da gucke ich lieber mal selber. Den lege ich mal zur Seite, ohne den zu zeigen. Dann haben wir hier die Pre-Release-Promo-Karte. Ist ja eine Kreatur, die rachsüchtige Flammenanfacherin. Eine Rare, immer wenn du eine Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst, lege eine Ölmarke auf diese Karte. Und 6 plus Rot, opfer die rachsüchtige Flammenanfacherin, wirf deine Hand ab, ziehe dann 4 neue Karten. Diese Fähigkeit kostet man aktivieren für jede Ölmarke auf der rachsüchtigen Flammenanfacherin 1 weniger. Also kann man das ja recht günstig dann machen oder günstiger machen, wenn sie viele Ölmarker drauf hat. Ja, ganz nette Karte. Ja, und dann möchte ich mit euch zusammen hier einfach mal diese Draft Booster aufmachen. Das macht natürlich mir am meisten Spaß. Normalerweise würde man eben bei diesem Pre-Release-Event oder auch sonst, wenn man Draft spielt, würde jeder so einen Booster bekommen, würde den aufmachen, würde sich eine Karte rausnehmen und die restlichen 14 Karten weitergeben. Und es geht dann immer weiter ringsrum. Ja, kommt man dann vom Nachbarn die restlichen Karten und so weiter, bis dann alle Karten aufgeteilt sind. Dann wird der nächste Booster aufgemacht und so weiter, bis man da genug Karten hat. Man kann dann noch weitere Länder natürlich dazu bekommen, die kann man einfach mit reinnehmen und dann spielt man einfach mit diesem getrafteten Deck, das nennt man so, spielt man dann ja Partien. Auch ein sehr interessanter Spielmodus, gerade bei neuen Sets sind dann fast alle auf gleichem Level sozusagen, weil man halt die Karten nehmen muss, die man halt draftet und nicht irgendwie sich vorher die ganzen tollen Karten zusammen gekauft haben kann. Ja, wir fangen mal hier an. Das war schon der Spielsteinkreatur, die ist meistens hinten drauf. Wir haben den Hexakold-Hieb, ein Spontanzauber. Den Schneidezahnkleiter, eine Artefaktkreatur, ein Konstrukt fliegend oder hat die Fähigkeit verdorben. Das ist ja, wenn ein Gegner 3 oder mehr Giftmarken hat, erhalten alle Kreaturen die Kreatur +1/+1. Das ist, wenn es Zug ist, wenn auch dieser angreift, ja. Auch sehr schön, die Gitterklingen Gottenanbeterin, 4-3er, mit Ölmarken, eine Mechanik, entflohenes Experiment, ja, so sieht das auch aus. Immer wenn das entflohene Experiment angreift, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Zuges -x-0. Genau, wenn man viele Artefakte hat, bekommt halt hat eine andere Kreatur eben kaum noch Stärke oder gar keine Stärke mehr. Trägerin des Testaments. Wenn diese stirbt, kann man die obersten 3 Karten anschauen und eine davon auf die Hand nehmen. Klingen, Fropf, Aspirantin.
Eine rote Kreatur, Diener der Indoktrination. Toxisch 1. Toxisch ist, wie gesagt, diese Fähigkeit aus Phyrexia. Bekommt der Gegner, wenn diese Kreatur am Spieler Schaden macht, eine Giftmarker. Es gibt auch Toxisch 2, Toxisch 3. Und bei 10 Giftmarkern stirbt ein Spieler sozusagen. Siegblatt, Racker, eine rote kleine Kreatur, die aber auch hier eine geile Isolation hat. Diese Full Art, die taktische Anatom, auch sehr gruselige Illustrationen. Angebote Unsterblichkeit, Todesberührung und Unsterblichkeit, klingenbewehrte Botschafter, eine Ankamen, auch wieder mit Ölmarken, Quelle des Fortschritts, Futter für die Infektion, Karten ziehen und Lebenspunkte verlieren. Kemba, beständige K, legendäre Kreatur, Katze, Kleriker. Und für Katzendecks natürlich sehr spannend. Ausrüstungskreaturen erhalten, +1/+1. Und hier haben wir ein Inselland in Phyrexianisch. Auch sehr schön. Und hier zwei Spielsteinkreaturen. So, dann machen wir mal das nächste auf. So, dann haben wir Ansturm der Milben. Da kann man halt so zwei farblose Milben-Artefakt-Kreaturen-Spielstein erzeugen oder Schadenspunkte einem Kreatur oder Planeswalker zufügen. Die Tyrannax-Scheußlichkeit, eine 4-4er mit Toxisch 3, auch nicht schlecht, hat Eile. Schmelzungskurator, grausamer Krimnarch. Sehr schön, 5-5er Kreatur. Und wenn er ein Spiel kommt, muss jeder Gegner eine Karte abwerfen. Falls er das nicht kann, erhält man selber 4 Lebenspunkte, also eine gewisse Lebensverknüpfung und Todesberührung. Aha. Eine Ausrüstung für Myrrhadin wird gleich eine 2-2er Rebellen-Kreaturenspielstein erzeugt und legt man diese Ausrüstung an diese Kreatur an. Der Goldwehr hat auch für Myrrhadin, also auch hier wird ein Kreaturenspielstein erzeugt. Der Sippenschmied. Tross Schädelbombe. Karte ziehen oder Kreaturkarte aus dem Friedhof zurückbringen. 3+3/+1. Und eine Karte aus dem Exil spielen, eine neue Karte. Fliegend Wachsamkeit, Malkators Beobachter. Man kann eine Karte ziehen, wenn diese Kreatur stirbt. Atraxas Krabbelbeißer, eine Ankamen, Artefaktkreatur. Erwecken des Schläfers, eine Hexerei. Da kann man bis zum Ende des Zuges eine Kreatur übernehmen vom Gegner. Enttappen und sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Und falls sie ausgerüstet ist, kannst du alle Ausrüstungen, die an jene Kreatur angelegt sind, zerstören. Also man kann die benutzen und kann den Gegner damit schaden und er bekommt sie kaputt zurück. Mhm. Gepanzerter Schrottverschlinger. Erhält +3/+0, solange 3 oder mehr Ölmarken auf ihm liegen. Okay. Oh, dann haben wir Elish Norns Urquell. Wird schon ein bisschen gelästert über die Übersetzung, weil das eher nach einer Biermarke klingt, als aber auf jeden Fall ein Artefakt zu Elish Norn. Immer wenn eine Kreatur, die kontrollierst, stirbt, wende Hellsicht 1 an und lege eine Ölmarke auf Elish Norns Urquell. Entferne 2 Ölmarken von Elish Norns Urquell, ziehe eine Karte. Also ein Sikatra-Artefakt und ein Sumpf und ein Spielstein, Kreatur, Rebellen. So, dann haben wir das weitere Draft Booster. Den Ölfresser-Troll. Mit Sicherheit mit einer Ölmarke auch irgendwas, genau. Und auch wir Karten ziehen. Experimentelle Weissagung. 3 Karten anschauen, einer von auf die Hand nehmen. Andere unter die Bibliothek. Und Wucherung, was ja auch eine Mechanik des neuen Sets ist, wo man einfach auf beliebige Spieler und Kreaturen oder Karten sagen kann, da wo schon eine Marke liegt, kommt noch eine Marke drauf. Das kann was Gutes natürlich sein bei eigenen Karten. Kann auch negative Marken sein, wie Giftmarken bei Gegnern oder eben auch bei anderen Kreaturenkarten oder bei kleinen Karten. Auch irgendwas nicht so Gutes.
Dann Shieldred's Kopfspalter. Bedrohlich. Toxisch 2. Ja, also eine Kreatur, die auf jeden Fall 2 Gift auch macht, wenn sie trifft. Befreiung vom Fleisch. +2/+2 bis zum Ende des Zuges und 2 Ölmarken. Weil es gibt wieder andere Karten, die sich darauf beziehen. Je mehr Ölkarten oder je mehr Karten hat mit Ölmarken drauf, umso besser. Hier wieder eine Ausrüstung, die Miranische Bartaxt. Für Myrrhadin, also bekommt man wieder eine Rebellenkreatur im Spielstein. Und die kriegt dann auch +2/+1. Eine Ratte, toxisch 1. Und wenn sie stirbt, bekommt man Wucherung. Überzeugung des Eiferers. Verzauberung Aura. Aufblitzen verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1. Verdorben, solange ein Gegner 3 oder mehr Giftmarken hat, erhält die verzauberte Kreatur zusätzlich +1/+0 und hat erst Schlag. Okay. Die erste Verdorben. Ist halt eine Fähigkeit, wenn ein Gegner, genau, 3 oder mehr Giftmarken hat, sind solche Karten noch stärker. Also lohnt es sich eben auch schon früh Gift zu verteilen, damit solche Karten eben noch stärkere Effekte haben. Und wieder etwas, also kann man diese opfern, diese Karte hier, diesen Artefakt und einfach eine Karte ziehen und eine Kreatur bekommt +3/+3 und Trampelschaden. Mantel des Labyrinths. Aufblitzen, verzaubert eine Kreatur, wenn der Mantel des Labyrinths ins Spiel kommt und falls die verzauberte Kreatur toxisch hat, erhält sie Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges und +2/+2. Dann haben wir hier die Rippenbarke, die hatte ich auch schon mal, toxisch 2 und Karte ziehen. Der Kieferknochenduellant ist auch klein, aber hat Doppelschlag und ist schnell gespielt. Dann haben wir die Nekrogenkommunion. Verzauberte Kreatur, die du kontrollierst. Die verzauberte Kreatur erhält toxisch 2. Und das ist, soweit ich weiß, kumulativ. Das heißt, wenn die schon toxisch hat, hat die dann halt, wenn die schon toxisch 2 hat, hat die dann nach der Karte ja toxisch 4. Dann haben wir die Rare Upras Schmelze. Gott. Artefakt zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legst du eine Ölmarke auf Upras Schmelze. Und erzeugst dann einen X1 roten Phyrexianer Schreckenkreaturenspielstein. Wobei X gleich die Anzahl der Ölmarken auf Uraprast-Schmelze ist. Hält bloß aber ein Spiel zu. Und dann noch die glitzernde Seherin. Die ist hier eine Voll. Ja, kann man ja ein bisschen sehen. Okay, auch mit drin. Und noch ein schönes. Eine schöne Ebene, eine phyrexianische Ebene und Spielstein. Kreaturen. So, was haben wir bei der Hälfte der Draft Booster? Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Und da haben wir die zweigfäulende Schleicherin, Toxisch 2. Jo, einfach mal relativ easy peasy geradeaus. Wundsekret-Synthesierer. 1-3er für 2 Mana. Und hier kommen Ölmarken drauf. Und wenn er 4 oder mehr hat, +2/+0 und kann nicht geblockt werden. Vraskas Fall, ja, thematisch. Jeder Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker und er unterhält eine Giftmarke. Also auch eine fiese Karte. Die Axiom Graviererin hat auch 2 Ölmarken und man kann den Öl mal entfernen. Um eine Karte abzuwerfen und eine neue Karte zu ziehen. Tiefgläubige Duellantin, toxisch 1. Und sie hat in meinem Zug auch Erstschlag, wenn sie also angreift. Hüter der Prädation, Ölmarke und eine andere Kreatur, +2/+2. Wenn man eine Ölmarke abgibt. Und Mana natürlich. Der Mühewächter. Hält sich 2 und jeder Gegner hält sich 1. Dünenversetzer, auch eine Artefakt-Kreatur mit toxisch 1. Leichenflatterer-Skirk. Dorben, auch wieder die Verdorben-Fähigkeit hier. Upsala. Dann haben wir dann noch hier den Sekretplatten-Golem, auch eine Artefakt-Kreatur. Freudige Zerstörung. Zerstöre ein Artefakt. Dann aber, falls du das Artefakt kontrollierst, kontrolliert hast, erzeuge 3 rote 1-1 für Xerner Goblin Kreaturenspielsteine. Also kann man nur ein Artefakt zerstören und bekommt 3 Goblins. Okay.
Der Chirurg der Atmosphäre. Kreatur, 2-1er. Wieder mit Ölmarken. Und kann man anderen Kreaturen Flugfähigkeit bis zum Ende des Zugs geben. Und die monumentale Fassade. Ein Land. Ein Rare-Land. Mit 2 Ölmarken-Spiel. Man kann entweder ein farbloses Manko erzeugen oder man kann sie tappen und eine Ölmarke von der monumentalen Fassade entfernen. Und diese Ölmarke auf ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl legen, das ich kontrolliere. Ja, damit kann man eben auch schön ja, quasi Karten mit diesem Öleffekt noch verbessern, indem man Ölmarken drauflegt zusätzlich. Und wir haben Jace, einen legendären Planeswalker. Ja, vollendet. Das heißt, er ist auch completed. Er ist auch ein Phyrexianer geworden, was natürlich sehr schade ist. Thematisch, aber schon durchaus spannend. Ist auf jeden Fall eine Rare, wie man sehen kann. Und ja, man kann die Karte eben auch mit einem blauen oder 2 Lebenspunkte oben bezahlen, wie man sehen kann. Und die +1-Fähigkeit seiner Loyalität ist bis zum Ende des nächsten Zuges erhält bis zu einer Kreatur deiner Wahl -3/-0. Also kann man gegnerische Kreaturen schwächen. Ein Spieler deiner Wahl mit 3 Karten, falls dann ein Friedhof 20 oder mehr Karten enthält, ziehst du 3 Karten, andernfalls ziehst du 1 Karte, also ein Card Draw. Und dann kann man auch bei minus X ein Spiel seiner Wahl mit 3x Karten. Ja, also da kann man, wenn man den auf 7, 8 ja, Loyalitätsmarken hat, kann man recht schnell den Gegner mal locker 20 mehr oder mehr Karten millen, was dann auch zum Spielende führen kann. Also ein sehr starker Planeswalker. Und eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Und sie voll, ja, sieht das schön. Ja, schön. Und noch ein Standardland, auch sehr schön. Nicht voll, aber hübsch. Und eine Giftmarke, ja, wird man so nicht einsetzen, aber die ja wahrscheinlich der Phyrexianer Goblin den schon. Das war doch mal eine schöne Mythic-Karte im Draft Booster mit Jace. Ja, jetzt noch eine Elle Schnorren, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in dem Draft Booster drin ist. Wir werden sehen. Einblick des Vivi-Chirurgen hatten wir schon. Schluckende Schrottfalle. Eine 4-4er Kreatur für Phyrexianer Schrecken. Sieht auch schrecklich aus, ehrlich gesagt, für 5 Mana. Und wenn sie ins Spiel kommt oder stirbt, kann man diese Wucherungsmechanik durchführen. Spannungsladung, 3 Schadenspunkte, Offizier der Wahl und Wucherung. Der Leoniden Lichtbringer, Abwehr 2, Kreatur, Katze, Rebell. Solange der Leoniden Lichtbringer ausgerüstet ist, erhält er +1/+1, also hier auch eine Ausrüstung ranlegen am besten. Ja, titanisches Wachstum, hypnotisierende Dosis, oh, die sehen gruselig aus. Verzaubert eine Kreatur, wenn die hypnotisierende Dosis ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur und führe dann Wucherung durch. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttappt-Segments ihres Besitzers, also gar nicht offensichtlich. Oh ja, die ist auch gruselig, der kriechende Chor. Toxisch 1, und wenn der kriechende Chor stirbt, erzeuge einen 1-1 farblosen Phyrexianer Milben-Artefakt Kreaturenspielstein mit Toxisch 1. Und diese Kreatur kann ich blocken. Also jetzt keine überragende Karte, aber extrem puzzliges Layout. Immer ändernde Weite, ein Land. Opfer die immer ändernde Weite, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische nach. Aufstieg des Aspiranten, ein Spontanzauber bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl +1/+3, Flugsicherheit und toxisch 1. Also für einen Maler auch nicht schlecht. Die Trossgruben, ein Land. Die Trossgruben kommen getappt ins Spiel, erzeuge ein schwarzes Mana. Oder für 2 Mana opfere die Trossgruben, ziehe eine Karte. Also auch wieder eine Karte, die man später im Spiel dann nochmal in Card Draw umwandeln kann. Der Inkubationsbeute, ein Artefakt. Kommt mit 3 Ölmarken ins Spiel und für 4 Mana und tappen entferne eine Ölmarke. Erzeuget einen 3-3 farblosen Phyrexianer Golem-Artefakt Kreaturenspielstein. Gemetzelsänger, toxisch 2. Und immer wenn eine andere Kreatur mit toxisch angreift, erhält sie +1/+1. Auch
nicht schlecht. Magmaläufer, ein phyrexianischer Krieger. Auch mit Ölmarken. Und Riffnot, Dominus des Gemetzels. Eine legendäre Kreatur, eine mythische Karte. Ja. Falls das Sterben einer Kreatur eine ausgelöste Fähigkeit einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, auslöst, wird die Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Also zweimal. Und man kann mit zwei schwarzen oder mit zwei phyrexianischen Mana, also schwarz oder zwei Lebenspunkten jeweils, schicke drei Kreaturenkarten aus deinem Friedhof ins Exil, lege eine Unzerstörbarkeitsmarke auf Triffnord Dominus des Gemetzels. Nicht schlecht. Ja, und ein weißes phyrexianisches Land und Spielsteinkreatur. Ja, und dann kommen wir zum letzten Draft Booster. So, dann bin ich gespannt, was wir hier noch drin haben. Haben wir erstmal den stechenden Schwarmherrscher. Ja, ein Phyrexianer, Hexenmeister, toxisch 1. Und wenn der stechende Schwarmherrscher stirbt, erzeuge einen 1-1 farblosen milden Kreaturenspielstein mit toxisch 1. Also auch das ist auch wieder eine Karte für dieses milden Set, was man bauen könnte. Ja, Wulschok-Spalter hatte ich schon mal in einem anderen Booster. Auch hier dieses für Mirrodin, also wieder ein. Wenn ich die spiele, erzeuge ich auch gleichzeitig so einen roten Rebellen-Kreaturenspielstein mit 2-2. Und dann wird das diese Ausrüstung gleich angelegt an dieser Kreatur. Ja, Mandibeljustizia, Lebensverknüpfung. Und wenn ein anderer Artefakt kommt, bekommt der +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Gnadenlose Hetzjagd. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +1/+2 bis zum Ende des Zuges. Sie kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Okay. Also außerhalb der Kampfphase kann man da eine Kreatur kämpfen lassen. Auge des Malkator. Und immer wenn ein Artefakt gespielt wird, während der ausliegt hier schon, wird diese Karte zu einer 4-4-Kreatur. Das prophetische Prisma. Wenn das prophetische Prisma ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Okay, ein zusätzlicher Mana. Mana Stone, ein Land, die autonome schmelzt, die hatte ich auch schon mal. Man hat auch eine Karte später ziehen, wenn man möchte. Ein Artefakt, wie auch für eine beliebige Farbe. Und man hatte diese Verdorben-Fähigkeiten. Dürstenden Wurzeln, Standardlandkarte oder Wucherung. Der Sehnentänzer, dieser coolen Full Art Schwarz-Weiß-Grafik, die wirklich gut aussieht. Der verseuchte Fleischschneider, eine Ausrüstung. Die wachsame Pustelzoa, eine Kreatur Phyrexianer Qualle. Wer möchte nicht eine Phyrexianer Qualle spielen? Und man kann Karten ziehen, die mehr Ölmarken auf ihr liegen, wenn sie stirbt. Ertrinken im Wundsekret, auch eine sehr schöne, eklige Karte. Oh, eine Kreatur deiner Wahl -4/-4 bis zum Ende des Zuges. Und Wucherung. Und Klissa, die Sonnentöterin, legendäre Kreatur, Phyrexianer, Zombie 11. Erstschlag, Todesberührung, immer wenn Klissa, die Sonnentöterin, einem Spieler Kampfschaden zufügt, bestimme eines. Du ziehst eine Karte, verlierst einen Lebenspunkt, zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl oder entferne bis zu 3 Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl. Okay. Und ein Sumpf. Und noch Spielsteine. Ja. Das war mein kleines Unboxing. Das, ja, wie machen wir das hier hin? Das Phyrexia Alles wird 1 Pre-Release Packs. Da ist also einiges drin. Auf jeden Fall 6 Booster, eine Promokarte, ein Spielstein, ein Lebenspunktemarker als Würfel und damit kann man halt wirklich gut loslegen. Oder eben so wie ich sie trotzdem normal unboxen und dann eigene Decks draus bauen. Wieder sehr, sehr schöne Illustrationen. Leider keine Elish Norn drin. Aber gut, die ist halt sehr selten. Aber ja, vielleicht nochmal in irgendeinem anderen Produkt mal schauen. Auf jeden Fall tolle Karten. Ich habe da wirklich Lust drauf, das zu spielen. Phyrexia, Alles wird 1. Und ihr findet auf abenteuer-brettspiel.de auch einen Artikel dazu, diesem Set. Und auch mehr Informationen rund um Magic. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Und wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.